So, wir suchen jetzt den Steinbruch. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Wir haben jetzt einen Weg gefunden. Allerdings ist der nicht so direkt so auf der Karte eingezeichnet, sondern ein bisschen an einer anderen Stelle ist der eingezeichnet. Wir sind uns nicht ganz sicher, wo wir jetzt hier rauskommen. Aber der Weg hier lässt schon mal auf Steinbruch schließen. Oh, die Straße hier hoch war 22% Gefälle. Puh, das gefällt mir nicht. Der endet abrupt. Der App endet abrupt. Scheiße. Aber zur Folge er mir. Oh, fucking, Alter. Ich hab nur kurze Hose. Dann haben wir eine Bank. Yay. Warne mich mal bitte, wenn hier irgendwie Disteln oder Brennnesseln oder sowas kommen. Weil ich kann es gerade schlecht sehen, wenn ich hier auf die Kamera noch ein bisschen achte. Ist ja richtig nass hier, der Boden. Sieht man das? Da muss ich mich gleich nach Zecken kontrollieren, wenn ich hier einmal durch bin. Das gibt's ja nicht. Guckt euch das mal an. Das gibt es doch nicht. Wir haben vorhin überlegt, wo wir frühstücken. Oder? Da ist sogar ein Topf. Das sieht so aus, als wäre das hier noch bewohnt. Nicht die Grenze überqueren. Hier geht's weiter, meinst du? Ich weiß es nicht. Ich kann es nur vermuten. Das Holz ist auf jeden Fall frisch. Ja. Frisch geschlagen. Hier. Richtig schick. Ja, guck mal, hier liegt sogar noch sowas alles rum. Das lassen wir auch hier liegen. Okay, wollen wir mal weiter? Ja, mal gucken, wo wir landen. Wow. Fuck. Au. Vielleicht ist das die Toilette. Ja, ich glaube, es ist die Toilette. Wir sollten wieder gehen. Das war so schön eingeschlossen. Ja, okay, ich denke, wir sind hier falsch und müssen woanders hingehen. Das heißt, wieder runter und den Weg weiter. Genau, und das müssen wir besser stören. Okay, also wir gehen jetzt einmal den Weg wieder zurück. Und wenn wir den nächsten Weg finden, dann melden wir uns wieder. Könnt ihr uns beim Suchen helfen. Also Bescheid sagen, wenn ihr was seht. Bis gleich. Keine Ahnung. Industrie. Ah, Industrie. Ich wusste nicht, was ist jetzt ein Haar. Kieferbruch und das Berg. Hier hoch. Okay, gut. Ich würde sagen, das ist schon mal der richtige Weg hier. Sind wir da? Ah, geh mal nicht da ran. Nicht hier reinfallen, weil hier ist. Der zieht sich hier hoch. Rodelbahn. Ja. Schimpfe. Alter, das ist aber richtig steil. Es ist so richtig, da kommen würde ich jetzt nicht hochgekraxelt kommen. Absolut no way. Sieht auf der Kamera nicht so krass aus. Wenn ich darauf gucke, denkt man so, das geht. Ist aber nicht. So. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, wo wir hier ankommen. Wenn es hier weitergeht. Ja, ja, wie das da aussieht und ob das jetzt wirklich richtig ist. Nicht, dass Sturzbäche den Weg blockieren. Ich bin gespannt, wenn wir links auf den Weg. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Weg ist. Wir haben jetzt, oh Gott, ich sehe was, super erschöpft. Ja, ich habe jetzt einen Rucksack, um keinen, wie ihr seht. Wir haben nämlich im Gasthaus alles, was wir nicht brauchen für den Tag heute, zusammengepackt und haben das dort gelassen. Und wir wollten noch erstmal eine Gebühr bezahlen und dann meinten die, nein, nein, das ist okay, brauchen wir nicht und so. Echt nett. Dann haben wir da noch gefrühstückt und wow. Dann haben wir da noch gefrühstückt
Und das war echt lecker. Und die haben uns sogar noch Frühstück gemacht, obwohl die erst 2 Stunden später offiziell geöffnet haben. Das war gestern Abend so ähnlich. Da haben die auch, da hatten die Ruhetag und wir sind hin und wollten ein Bier trinken. Haben sonst ein Bier gemacht, obwohl sie Ruhetag hatten. War eigentlich ziemlich cool. Wir wollten halt auch nicht, wir haben auch nicht eingeschätzt, deswegen. Nee, wir haben nicht eingeschätzt. Wir haben nur eine halbe Stunde da gesessen und Bier getrunken, weiter nichts. Ja, und jetzt teilen wir uns halt den Rucksack. Also mal der eine, mal der andere. Jetzt erste Fuhre habe ich den, nachher hat Dom den, wenn wir beim Steinbruch waren. Und ja, so können wir heute den Tag schön nutzen, die ganzen Höhlen und die Quelle und alles ablaufen, ohne uns zu sehr abzumühen. Das ist dann schon mal ganz angenehm. Ja, gut. So, wir kommen näher. Dir merken. Ja, aber der war, der ist jetzt nicht mehr. Ich weiß. Der ist nicht mehr aktiv hier. Das ist. Jetzt nicht. In der Vergangenheit. Ja, ja, in der Vergangenheit war er aktiv, ja. Der Steinbruch. Oh, Betreten der Baustelle verboten. Das heißt, man darf da gar nicht hin. Nicht auf die Baustelle. Ach so. Ja, ach so, das ist die Baustelle hier oben, wa? Oder? Nein, da ist die Baustelle, oder? Da wo abgesperrt ist. So, ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Betreten der Baustelle verboten. Ja gut, okay, dann gehe ich halt nicht auf die Baustelle. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, was die Baustelle sein soll. Ich denke mal, hier vorne ist einfach Schluss. Hier vorne werde ich jetzt nicht weitergehen. Ich glaube, viel mehr ist dann auch gar nicht hier zu sehen. Hat mich erwischt hier. Oh, die will kurz raus. Und? Ist da noch was oben? Man kann da schöne Grundaufnahmen noch mal machen, aber ist nicht so schön wie hier. Ja. Aber das halt mit mehreren großen Steinen, das wäre noch mal ganz interessant für einen Schwenk. Machen wir gleich noch mal. So. 2 Minuten später sind wir hier oben. Kann man sich das noch mal anschauen hier. Und die Rillen hier. Cool aus. Spiegelwert. Die noch mal. Jetzt schwenke ich noch einmal nach ganz oben. Ach, die ist für Kletterer. Ja, cool. Ja, Leute, das war es dann auch schon mit dem Steinbruch. Und wir begeben uns jetzt zum nächsten Ziel. Und so viel kann ich euch schon mal sagen. Das wird noch ein Aufstieg. Ein kurzer, aber heftiger Aufstieg soll es werden. Oh, ich bin knallrot, ich komme ja nicht drüber hinweg.
Sag mal, das war so irre anstrengend, diese 22% Steigung hier hoch mit dem Rucksack drauf. Und der war jetzt ein bisschen schwerer noch, der Rucksack, als der meiner vorher war. Obwohl wir Sachen zurückgelassen haben, haben wir da jetzt unglaublich viel Wasser drin und auch noch Essen und alles mögliche an Ausrüstung und so. Also wir haben eigentlich nur die leichten Sachen zurückgelassen und den einen Rucksack. Ja, aber jetzt ist gleich Dom dran und dann geht's wieder. Okay, dann sehen wir uns beim Aufstieg. Doch, und guter Laune, aber jetzt kriege ich den Rucksack. Und bei einem der absoluten Highlights, wie ich hoffe und auch denke, des heutigen Tages. Vielleicht sogar von der ganzen Tour. Von da sind wir jetzt gekommen. Quälen uns hier immer noch weiter rauf. Beziehungsweise Dom ist der sich gerade quält. Cross. Ja, hier geht's gleich wieder weiter hoch. Hier geht's runter. Wir mussten jetzt ein Stück zurück. Da oben war ein Tor, das war verschlossen. Weil da kommt noch mal ein kleines Stückchen Steinbruch, das nicht zum eigentlichen Steinbruch gehört, sondern ein kleiner Extra-Teil ist. Und jetzt kommen wir da nicht zur Quelle. Und jetzt vermuten wir oder hoffen, dass wir hier zur Quelle kommen. Hundertprozentig sicher sind wir uns nicht. Aber jetzt steht uns hier erstmal ein übelst steiler Aufstieg bevor. Also das ist, also um was zu zeigen, so ist die Kamera jetzt gerade. Also es ist mehr, deutlich steiler als vorhin mit den 22%. Also es sind jetzt bestimmt schon 28% Steigung, vielleicht 30 sogar. Es ist echt übel, es ist richtig schräg hoch. Das ist nur der Anfang hier. Ja, Dom hat jetzt den Rucksack. Das ist gar nicht mal so einfach. Nachher auf dem Rückweg habe ich den Rucksack. Yay! Freue ich mich natürlich voll. Wir hoffen, dass wir hier zur Quelle kommen. Wenn nicht, machen wir das alles umsonst. Hier das Stück. Toi, toi, toi. Ja, also das sieht jetzt folgendermaßen aus. Es geht hier nicht weiter. Dadurch, dass es da hinten abgeschlossen war, haben wir wirklich 300 Meter oder so vom Ziel Schluss. Können wir einfach nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen jetzt zurückgehen, alles wieder runter bis nach Fürstenbrunn. In Fürstenbrunn müssen wir dann ein Stückchen durch, müssen dann am Museum vorbei und dann den Aufstieg auf der anderen Seite wieder beginnen. Damit wir dann da zur Quelle kommen. Und das ist anstrengend, weil es geht jetzt nämlich hier wieder runter. Oh, das ist schon ganz schön krass. Auf der Karte ist zwar der Weg eingezeichnet, aber da ist ein Tor, weil da noch ein Steinberg dazwischen ist. So ja. Hoch. Und dass das versiegelt ist, wussten wir nicht. Ja, und wir sind ein bisschen Zeitnot, weil wir wollten eigentlich 18 Uhr zurück sein, um unser Gepäck zu holen. Weil um 19 Uhr machen die zu und wir wollten vorher eigentlich noch ein Bierchen trinken. Das heißt, wir beeilen uns jetzt ein bisschen, dass wir alles noch schaffen heute. Im schlimmsten Fall müssen wir halt morgen noch ein bisschen machen, obwohl es da regnen soll. Aber gut, wir müssen weiter und sehen uns später wieder. Bis dann. Ciao. Ein wenig Socken trocknen. Wir sind in Fürstenbrunn angekommen. Machen eine kurze Pause, weil wir müssen, sind jetzt von hier gekommen wieder und müssen jetzt wieder hier rum und dann hier hoch. Und dann geht's weiter. Jetzt Pause. Oh, es ist eiskalt. Oh. Ah. Und hier haben wir die Kugelmühle. Sollen wir unsere Wasserflaschen noch mal ein bisschen auffüllen? Oder meinst du, es reicht noch? Wir können die hier noch mal auffüllen, wenn hier das Wasser trinkbar ist. Da wollte ich noch mal was kochen, noch mal Tee kochen. Das können wir oben machen. Jetzt kochen wir das Wasser halt noch mal ab. Genau, dann trinken. Dann machen wir's.